Hallo Leute und willkommen zurück zu Die Sims 4. Wer ist denn hier so müde? Ich habe doch gerade was gehört. Ach, die Maike. Die Maike hat sich jetzt hier hingelegt. Das ist ja blöd. Warum geht die denn nicht ins Bett? Bist du denn so müde? Ja, bist du. Ach, Manu, weißt du was? Dann geh doch einfach mal. Ich sehe schon, dass die Olivia da gerade rumtanzt, aber dann muss sie eventuell woanders hingehen. So, schlafen gehen. Ich mache dann erstmal hier die Anlage aus. Bist du denn noch so fit, Olivia? Das ist ja kaum zu glauben. Ach, es geht. Es geht so. Fisch beobachten. Nee, weißt du was? Schnapp dir doch mal was zu essen. Dann kannst du vielleicht mit dem Max zusammen was futtern. Der jetzt gerade noch ein bisschen was von der Hochzeitstorte isst. Ach, was anderes haben wir auch gar nicht. Na super, ein Stück nehmen. Ja, pass auf. Dann nimm dir ein Stück Torte. Und dann schauen wir mal. Was machst du jetzt, Max? Du stellst dich einfach nur dahin, ne? Wollt ihr euch dann vielleicht mal zusammen an den Tisch setzen oder so? Oder mal wieder hierhin? Das wäre doch ganz nett. Sitzen. Du kannst dich auch mal hier hinsetzen. So, Lucy schläft noch, das ist absolut in Ordnung so. Und Marie schläft auch noch, könnte aber rein theoretisch aufstehen. Und wir haben drei Kraftpunkte. Stimmt, die habe ich ja beim letzten Mal nicht eingesetzt. Ich erinnere mich. So, setzt euch jetzt erstmal hier hin und dann könnt ihr von mir aus irgendwie ein bisschen quatschen. Über Karrierelügen, nein, über Interessen reden. Und dann würde ich sagen, wecken wir doch mal die liebe Marie auf. So, du hast bald auch schon wieder Durst. Und ich würde ganz gerne mal schauen, was müssen wir für die Arbeit machen? Gar nichts, das haben wir alles erledigt. Mit fünf Sprösslingen gut befreundet sein, Meistervampirin werden. Wisst ihr was? Ich überlege, ob ich die Creeps jetzt mal hierhin einlade. Das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich das ganz gerne machen würde. Wir müssen ja nicht immer dahin gehen. Dunkle Form zeigen, nein, Quatsch, wollte ich gar nicht. Warte mal eben. Outfits, ich wollte was anderes anziehen. Ich wollte Outfit ändern. Was wollen wir denn? Wollen wir das hier mal wieder? Und dann würde ich sagen, wo haben wir es denn? Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Dann laden wir die Creeps doch einfach mal ein, sofern ich die jetzt hier drin habe. Also die Carla ist auf jeden Fall schon mal drin, das ist super. Die Cindy ist drin. Die Camilla müssen wir nicht einladen, denn die ist ja noch kein Vampir. Kelvin, Kaspar, ich lade die jetzt einfach alle ein. Ich meine, wenn wir es heute nicht schaffen, mit allen befreundet zu sein, dann ist das auch halb so wild. Also mit allen gut befreundet zu sein. Aber wenigstens können wir dann so ein bisschen was machen, wenn sie denn vorbeikommen. So, Olivia, du schleppst dich ins Bett, alle kommen vorbei, das ist super. Gehst du denn auch richtig schlafen? Ja, richtig schlafen gehen, das ist super. Max, was machst du? Du gehst jetzt da vorne zur Toilette, ne? Super, und ich würde sagen, wir nehmen dann hier vorne die Creeps in Empfang. Ach, sieh an, da ist die gute Carla ja schon, Vampirwitz machen, herbeirufen, jemanden parodieren. Ja, ruf sie mal, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Sieht gut aus. Carla, was soll das da mit der Babywiege? Ich habe da ein bisschen die Befürchtung, dass du der guten Lucy was antust. So, da kommt der Kelvin, da kommt auch die Cindy. Die kommen auch direkt rein. Ach super, Kelvin, wo gehst du hin? Du setzt dich da jetzt an den PC, oder was? Und Cindy kommt nicht rein? Warum nicht? Herbeirufen. Nee, nee, du brauchst doch nicht Fernsehen schauen. Warte doch mal. Warte doch mal bitte, Tag verschönern, bitten zu gehen. Über alte Vampire tratschen, ja, warum kommt sie denn nicht rein? Um hohen Kredit bitten, tratschen. Und kann ich jetzt nicht noch gleichzeitig sagen, dass wir ein bisschen mit der Carla quatschen, Vampirwissen teilen, herbeirufen? Damit wir uns hier, oh, sie ist traurig, damit wir uns hier so gut es geht, mit allen anfreunden. Also der Carlo kommt nicht vorbei. Carla, wo gehst du hin? Du gehst jetzt hier hin, ne? Kann ich euch nicht mal alle einfach anquatschen, über Plasma-Aromen reden? Alle einmal kurz anquatschen, sodass wir uns dann gemeinsam irgendwie hinsetzen? Ah, das sieht gerade nicht so aus, als würde es funktionieren, oder? Also, Kelvin kommt schon mal hier hin, das ist gut. Max, was machst du jetzt? Mit Kasper? Wo ist denn der? Wird? Der ist hier? Wie hat er das denn jetzt gemacht? Ich habe den gar nicht gesehen. Herbeirufen. Quatschen die da über das Klo, oder was? Die beiden passen auch so überhaupt nicht zusammen. So freundschaftlich. So, also ihr steht schon mal hier rum, das ist gut. Jetzt ruft sie den Kaspar, das ist auch gut. Und wenn ich jetzt sage, hier sitzen und plaudern, wer kommt dann alles mit? Auf jeden Fall schon mal die beiden. Ach, fantastisch. Das ist super. Ja gut, die Carla hängt da jetzt rum, ne? Und der Kaspar kommt auch nicht, wie es aussieht. Oh, Cindy, können wir dich denn irgendwie aufmuntern? Können wir dir mal den Tag verschönern? Okay, ich glaube, das müssen wir echt einzeln machen. So funktioniert das nicht. Die hauen uns hier alle ab. Über Interessen reden können wir mal mit ihr machen. Über Tanztechniken ist natürlich auch immer super. Und von Lieblingssänger schwärmen ist auch toll. Von Herzen kommendes Kompliment. Dann sollte das doch relativ schnell hier machbar sein, oder?
gut befreundet. Dora, klicke auf einen Sprössling und führe freundliche Moment, freundliche und lustige Sozialinteraktion. Ja, okay. Nee, Quatsch, Vampirtraining wollte ich gerade gar nicht. Ich wollte, nach Tag fragen. Ein normales Leben zurückkehren. Alte Sage erzählen. Ach cool, ja, kannst du auch mal machen. Bleib bloß hier, Cindy. Vampir wird's machen. Bleib bloß hier. Was machst du jetzt? Du futterst wieder Torte? Oh nein, und Maike ist wach. Maike ist wach, weil wahrscheinlich irgendjemand die Anlage angeschmissen hat, ne? Und jetzt kommt sie auch hier hin. Na, super. Welche Bücher lesen Vampire gerne? Irgendwas, worin sie sich richtig festbeißen können. Ach, wie lustig. Wie lustig. Warte mal bitte. Nee, Marie, warte. Ich möchte hier noch ein bisschen quatschen. Vampirwitz machen. Bewunderung ausdrücken. Oh ja, bitte, Cindy, wir bewundern dich. Du bist einfach so großartig. Kannst du nochmal einen Klopf-Klopf-Witz machen? Das ist in Ordnung. Kräfte zeigen muss jetzt nicht sein. Schmeicheln ist immer nett. Und Witz über Pinguine ist bestimmt auch nett. Was antwortet ein Vampir auf die Frage, wie geht's? Ich beiß mich so durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Möchtest du das mal bitte aufräumen, Maike? Dann hast du was zu tun. Olivia schläft noch, ist in Ordnung. Lucy schläft, wie gesagt, auch noch. Es ist ja auch 0 Uhr, ne? Was macht ihr zwei? Haut ihr ab? Na, dann hat das ja super geklappt hier mit meinen Sprösslingen. Aber wenigstens bleibt mir die Cindy gerade erhalten. Kennenlernen. Sind wir denn schon? Nein, wir sind noch nicht gut befreundet. Verrückt anfunkeln? Na, lieber nicht. Können wir mal über Mode scherzen? Ich weiß nicht, ob gut befreundet bedeutet, dass die komplette Leiste gefüllt sein muss. Das wäre natürlich krass, wir haben jetzt gerade erst die Hälfte. Nach kleinen Kreditfragen auf gar keinen Fall. Ein normales Leben zurückdenken. Über Kochen reden. Oh, sie ist Einzelgängerin, ja, natürlich. Möchtest du dich dann vielleicht auch mal umziehen, Maike? Ich meine, wenn du jetzt sowieso nicht mehr ins Bett gehst. Outfit ändern, was wollen wir denn bei dir nochmal anziehen, das hier, ne? Können wir mal machen, 5 gute Bücher schreiben müsstest du. Level 4 in Musik oder Comedy erreichen. Ich weiß ja nicht, ob wir dich ein bisschen was machen lassen am PC, dass du eventuell, ist das kaputt? Nee, das ist nicht kaputt. Dass du eventuell hier noch ein bisschen was machst, schreiben. Nee, Quatsch, Comedy. Kurzen Auftritt verfassen. Ja, mach das doch mal. Max, was ist mit dir? Stimmen sichern abgeschlossen. Das ist soweit gut. Und dir geht's auch gut, ne? Du wirst auch ein bisschen müde, aber das ist halb so wild. Warte doch mal bitte, Marie. Tag verschönern. Ich möchte, dass du jetzt weiter mit der Cindy ein bisschen quatscht. Dass wir das zumindest mit einem Sprössling hier schon mal hinbekommen. Das wäre total schön. Vampirwissen teilen. Ja, mach einfach mal. Lustig. Witz über Pinguine. Das ist bestimmt der 3. oder 4., den wir jetzt erzählen. Aber das macht ja nichts. Jemanden parodieren? Dorna? Diese Stimme, ne? Aber sie findet es witzig. Ich habe am Computer... Was hast du am Computer? Wer hat was am Computer? Ich habe am Computer eine Menge verrückter Dinge. Ach so. Ach so, du hast das hier jetzt erzählt. Okay. Unverschämte Geschichte? Nein, muss nicht sein. Auf Wiedersehen muss auch nicht sein. Komm, dann quatsch noch ein bisschen über die Vampire und verschönere ihr nochmal den Tag. Lustige Geschichte ist auch immer gut. So, und du bist da jetzt am Schreiben. Ja, ganz so lange dauert es ja nicht mehr, bis du dann tatsächlich aufsteigst. 15 Simoleons, wofür? Dass du dir dann Tee machst, ne? Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, Kaspar, das hat alles nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber... Macht ja nichts, über neueste Spiele reden. Oh, sie sind soeben beste Freunde geworden. Ach, super. Und das ausgerechnet jetzt, wo die anderen abgehauen sind, ne? Ach, Manu. Ach, schade. Aber gut. Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, alles klar. Ist dann kein Ding. Dann haben wir ja wenigstens schon mal einen guten Vampirfreund. Und dann kannst du hier von mir aus noch ein bisschen Plasma trinken. Na, Max, was hast du da für einen wunderbaren Tee gemacht? Schwarzer Tee, 9 Stunden bis verdorben. Beide schlürfen da, sie schlürft das Plasma, er schlürft den Tee. So, verrückt anfunkeln. Na, was sagst du dazu, wenn wir dich mal verrückt anfunkeln? Na, Hauptsache, ihr winkt euch erstmal zu, ne? Das ist ja die Hauptsache. Schmeckt der nicht? Oder was ist da los? Ishi. Funny. Kann es sein, dass ihn das gar nicht interessiert?
Max, interessiert dich das nicht so wirklich? Du bist jetzt konzentriert, ne, mit Marie plaudern. So, und du hast so eben deinen Comedy-Auftritt zu Ende geschrieben. Ach toll. Wollen wir direkt noch was schreiben? Ich sehe zwar gerade da unten, dass du Hunger hast, aber trotzdem. Kurzen Auftritt verfassen. Fände ich ganz schön, wenn du noch ein kleines bisschen weitermachst. Olivia, wie ist es bei dir? Du wirst müde. Ach, du bist müde und bekommst langsam Hunger. Ist aber alles in Ordnung so. Und Lucy schläft jetzt auch noch ein bisschen. Das ziehen wir wirklich durch, bis sie komplett ausgeschlafen ist. Außer natürlich die Blase kommt uns da irgendwie in die Quere. Ist gerade ganz gut mit euch beiden, ne? Finde ich schön, dass die zwei mal ein bisschen quatschen. Outfits, Outfit ändern. Was wollen wir denn bei dir mal anziehen? Vielleicht das hier? Ihr könntet eigentlich auch mal zusammen was Schönes singen oder so, ne? Verbrecherkumpan der Mie muss nicht sein. Tag verschönern. Aber die beiden verstehen sich ja schon ganz gut, das ist echt toll. So, Max wird langsam müde. Es ist Samstag. Musst du denn morgen arbeiten? Also heute im Endeffekt? Nein. Oh, Scheiben. Das bedeutet, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn du irgendwie später ins Bett gehst, ne? Oder dann früh ins Bett gehst. Du musst auch nicht arbeiten. Aber du musst um 12 arbeiten. Okay, ich hoffe, das schaffen wir bis dahin noch. Das wäre total toll. Vorführung beurteilen oder Kolumne schreiben. Ja, müssen wir mal schauen. Wollt ihr zwei da mal was Schönes singen? Duett singen. Nee, pass mal auf, wir machen das so. Wir singen hier was Schönes. Ach so, er kann dann. Ach, sehe ich das richtig? Er kann nur das singen, was auch der Gesangspartner auf dem Level singen kann. Sehe ich das richtig? Weil er müsste ja eigentlich schon viel mehr können. Ich würde es ganz gerne hören, die beiden zusammen. Und, wie wäre es, was Schönes singen? Ja. Auf jeden Fall steht Marie schon mal auf. Jetzt räumt sie auf. Ach Marie, warum denn? Ich wollte doch ein bisschen singen. Ich wollte doch ein bisschen singen. Wo bist denn du jetzt? Ach, macht ihr doch. Ja, cool, dann legt mal los. Warum klingt das jetzt wieder so schlecht? Also so schlecht nicht, aber. Na gut, kein Vergleich dazu, ne? I'm gonna let you go be day. Na gut, so schlimm ist es nicht bei Max. Let us see, mal eben kurz schauen. Hier. Und du bist Level 5. Ja, das war doch ganz nett. Also ich fände das schön, wenn wir zwischendurch immer mal so ein bisschen singen mit den Sims, weil irgendwann bekommen wir dann auf jeden Fall jemanden auf Level 10. Und vermutlich wird es tatsächlich Max sein. Ich glaube, der ist bis jetzt am meisten gesungen. So, Olivia, wie sieht's aus? Ziehen wir noch ein bisschen durch? Ich glaube, ja, ne? 3 Kraftpunkte. Ja, wir müssen mal wieder ein bisschen was machen, ne? Aufräumen. Ja, aufräumen ist immer schön. Was machst du jetzt? Hast du dir noch was zu essen geschnappt? Okay. Ja, wir müssen nur bedenken, wenn du um 12 Uhr los musst, ob wir dann vielleicht noch ein bisschen schlafen gehen vorher. Fände ich gar nicht so schlecht. Oh nein, Lucy ist wach. Lucy, geh mal schnell aufs Töpfchen. Du bist eindeutig ein schrecklicher und rücksichtsloser Nachbar. Oh Gott, Diego. Wisst ihr übrigens, was ich mir überlegt habe? Ich habe die Folge, ach, ich habe die Kommentare zur gestrigen Folge gelesen und da standen wieder ganz, ganz viele Vorschläge drin. Ich glaube, weil ich sie ja auch dann angesprochen habe. Und mir kam eine Idee. Und zwar weiß ich ja, dass viele von euch gerne die Mali mit in der WG hätten oder generell auch vielleicht Dante oder so. Ich werde es zu gegebener Zeit, glaube ich, so machen, dass ich den Diego rauswerfe und einfach das zweite Apartment hier vorne mit Mali oder vielleicht Marie und Dante besetzen werde. Also, dass wir hier alle unsere Sims, die wir im Moment so mögen, irgendwie zusammen haben. Das fände ich ganz schön. Warte mal bitte, bleib mal kurz hier, Marie. Wir warten eben kurz auf Lucy. Und dann schauen wir, dass wir ihr gleich was zu essen geben, ne? Essen aus Inventar. Nein, du hast kein Essen im Inventar, zumindest nichts Vernünftiges. Essen geben. Kannst du mal bitte machen? Muss sie jetzt nochmal? Was war das denn jetzt, Lucy? Versuchen aufs Töpfchen. Was? Du warst doch gerade schon. Wie sie sich freut. Gibst du ihr denn jetzt was? Sprechen.
Ja, sprechen ist auch süß, aber ich glaube, es wäre besser, wenn du ihr ein bisschen was zu essen gibst. Oh, okay. Essen geben. Und das Töpfchen müssen wir gleich auch mal auslernen. Das könnte eigentlich... Oh, willst du das noch machen? Nee, weißt du was? Maike, geh mal bitte ins Bett. Echt jetzt, dass du noch ein paar Stündchen schlafen kannst. Ich glaube, 12 Uhr musst du ja zur Arbeit, ne? Dass du auf jeden Fall dich noch ein kleines bisschen ausruhst. Und ich muss das Radio ausmachen, das ist ja super nervig. Olivia, wie sieht's aus? Aufstehen und direkt zum Kühlschrank. Und ich glaube, du musst dann auch was kochen, ne? Wir haben ja nur noch Torte und die möchte ich jetzt nicht unbedingt essen. Was ist denn Pan de Muerto? Ist auf jeden Fall für Vegetarier geeignet, das ist super. Haben wir denn noch irgendwas anderes? Vegetarisches Chili, ja, mach das doch. Das ist super, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. So, du hast Lucy was zu essen gegeben, alles super, dann kannst du dich gerne dazusetzen. Michael geht tatsächlich ins Bett, das ist auch gut. Max ist am Schlafen, läuft doch alles gut hier. Und dann könntest du dich eigentlich gleich nochmal eben kurz umziehen. Outfits. Outfit ändern. Was wollen wir denn heute mal tragen? Das hier, oder? Das hatten wir schon länger nicht mehr. Obwohl, das hier auch nicht. Dieses ganz einfache. Tragen wir das gleich mal. Lucy, bist du schon fertig? Nee, oder? Freundlich. Nach Tag fragen. Nee, du hast ja noch nicht aufgegessen. Was ist denn das? Käsecracker. Oh, ich liebe diese guten Sachen, die das Kind hier zu essen bekommt. Das ist einfach so gut. Marie, was machst du? Solltest du auch bei ihr sitzen bleiben? Ich finde es so traurig, wenn sie da alleine essen muss. Gut, an der Bar sitzen ist natürlich auch großartig. Die Bar, die wir noch nie genutzt haben, ne? Echt jetzt. Muss ich mir wirklich mal überlegen, falls wir das Apartment irgendwie ein bisschen verändern und umstellen oder wie auch immer, ob wir die Bar dann tatsächlich behalten. Ich meine, es sieht nett aus, aber es wird einfach überhaupt gar nicht genutzt, ne? Was erzählt die Lucy da? Was macht die da für einen Quatsch? Sprechen beibringen, Tag verschönern. Du hast jetzt auch schon aufgegessen, ne? Pass auf, ich ziehe das mal eben kurz in den Mülleimer. Und dann könnte ich dich ja eigentlich mal rauslassen. Du musst jetzt nicht die ganze Zeit im Stuhl sitzen. Rauslassen. Und du willst auch noch mal irgendwann eine Meisterköchin, ne? So wie ich das gerade gesehen habe, das sah schon gut aus. Vegetarisches Chili. Ach, wie cool. So, kannst du dir direkt ein Gericht nehmen? Wo hast du das jetzt hingepackt? Hast du das jetzt im Inventar? Ist das doch. Vegetarisches Chili essen. So, dann kommt der Rest nämlich in den Kühlschrank. Und dann kannst du dich auch gerne irgendwo hinsetzen. Hast du Lucy rausgelassen? Ja, hast du. Lucy, möchtest du dich vielleicht mal umziehen? Outfit ändern. Was ziehen wir denn bei dir an? Das hier vielleicht? Und dann finde ich das echt schön. Was macht die Marie? Hände waschen. Fände ich das voll schön, wenn du ein bisschen was mit der Marie machen würdest. Das ist doch immer toll, dass ihr vielleicht hier zusammen am Puppenhaus ein bisschen spielt. Mit Puppenspielen mit Lucy, ja. Um 8 Uhr morgens. Ich meine, gut, warum auch nicht, ne? Da waren wir schon mal zu schlimmeren Zeiten wach. 8 Uhr geht ja jetzt noch. Hallo, Lucy? Ah, da flitzt sie rum, wie niedlich. Und ich glaube, du musst auch mal wieder ein Bad nehmen, ne? Das wäre nicht schlecht. Kommt Olivia jetzt auch hier hin? Kommt sie jetzt auch hier hin? Ich meine, warum nicht, ne? Ja. Kann sie natürlich gerne machen. Schön beobachten, ob da auch alles mit rechten Dingen zugeht. Hoho. Ach, toll. So, was wollte ich denn jetzt noch gucken? Genau, ich wollte wissen, wie viele Tage dauert es noch? 7 Tage. 7 Sims-Tage, das ist nicht allzu lang. Ich glaube, da warten wir auch, dass wir das jetzt nochmal richtig schön mit Lucy ausnutzen als Kleinkind und dass wir dann ihren Geburtstag feiern. Vielleicht können wir sie dann nochmal malen und so, das finde ich ganz toll. Kann das sein, dass gerade nur die Marie spielt? Nee, doch nicht. Lucy spielt auch. Olivia, möchtest du dich da hinsetzen? Hier sitzen und plaudern. Du musst ja jetzt nicht stehen, oder? Oh ja, das Töpfchen. Stimmt, wir müssen... Warte, wir müssen das Töpfchen ausleeren, Müll leeren. Säubern. Na super, das hat jetzt nicht lange gehalten, das gemeinsame Spielen. Schade. Dir geht's auch so langsam besser. Okay, das passt schon. Oh, wie niedlich, die Rose da, ne? Olivia, was machst du jetzt? Kleinkind überprüfen, ja. Ich meine, du kannst auch gerne was mit ihr zusammen machen. Ich fände es nur schön, wenn wir ein bisschen was mit Lucy machen, ins Bett bringen. Nein. Lustige Geschichte erzählen. Über Fehlverhalten belehren? Nein. Kinderbuch lesen. Das wäre doch schön. Setzt euch mal hin, genau. Ich weiß nicht, ob sie sich dann hier auf den Hocker setzen, auf den Sessel. Ja, möchtest du ein Buch, Lucy?
ihr setzt euch... Ach so. Ach, du musst zur Arbeit? Ach ja, was machen wir denn? Von zu Hause arbeiten? Hatten wir das überhaupt schon mal, dass Olivia was vorgelesen hat? Ich glaube nicht, ne? Bis jetzt immer nur Max. Ah! Oh, Lucy, wirklich, ich freue mich dann drauf, dich als Kind zu sehen. Vor allem ist das voll das Bilderbuch, ne? Ohne Text und so, aber passt schon. Denkt sie sich halt eine Geschichte dazu aus, ist doch auch schön. Was hast du jetzt vor? Was machst du da am PC? Im Internet surfen, was macht denn dein Bäumchen? Können wir was machen? Bewässern! Oh ja, bewässern und jäten. Das können wir mal machen. Dieser riesige Baum hier, es ist einfach so unfassbar. So, Max, du kannst auch noch ein bisschen schlafen. Machst du? Ach so, boah, ich wollte gerade schon sagen, machst du etwa nur ein Nickerchen? Es sah so aus, wenn man die Decke nicht gesehen hat. Na wunderbar. Kümmert sie sich da um den Baum. Ich finde das so klasse. Und das Klo da vorne macht schon wieder irgendwelche Geräusche, ne? Wir müssen aber echt mal schauen, dass wir ein paar mehr Vampirpunkte, Kraftpunkte dazu bekommen. War es das schon? Ach, das war's schon. Ja, da müssen wir uns echt mit ein paar mehr Vampiren treffen, ne? Kleinkind überprüfen. Weißt du was? Wie war das jetzt? Du hattest heute frei, ne? Ich lade jetzt nochmal die Creeps ein. Also ich versuche es. Es ist jetzt 10 Uhr. Ich weiß ja nicht... Dante! Ich habe gehört, dass du dich mit Cindy Creep angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Ja, es geht so. Ich weiß ja nicht, ob die vorbeikommen können. Wahrscheinlich nicht, ne? Hatten wir das nicht auch schon mal mit Dante? Dass der tagsüber nicht kommen konnte? Luna, nein. Luna wollen wir nicht. Mark wollen wir auch nicht. Nee, die sind hier gar nicht drin. Schade, wie gesagt, die Camilla ist drin. Aber warum ist er denn drin? Warum denn der Caleb? Ich meine, der ist doch auch ein Vampir. Warum? Ach, wahrscheinlich natürlich. Weil er wahrscheinlich ein so hohes Level hat, dass ihm die Sonne nichts mehr ausmacht, ne? Könnte ich mir vorstellen. Fände ich ganz gut, wenn er jetzt kommt, dass wir hier ein, zwei Mal irgendwie trainieren können. Oh, Caleb, hey, da bist du ja schon. Über Fitnesstechniken reden, Vampirwitz machen. Und nach Tagfragen kannst du bitte auch. Dann möchte ich aber direkt gerne schon loslegen. Um Training bitten geht auch nicht. Muss in einer besseren emotionalen Verfassung sein. Das bist du, meine Liebe. Warum? Du bist glücklich. Was soll denn das? Vampirwissen teilen. Was sagt ein Vampir beim Zahnarzt? Nur anspitzen, bitte. Oh Gott. Warum? Du bist in der guten... Ach, Caleb! Ach, Caleb! Ach so. Was ist denn mit ihm? Tag verschönern. Vampirwissen teilen. Ich weiß ja nicht. Komplimente über Outfit machen. Ja, okay. Warteschlange ist schon wieder voll. Müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen, dass er auch tatsächlich in einer guten Verfassung ist. So, was macht deine Arbeit? Wir können ja mal eben gucken, soziale Medienprofil. Zu 5 verschiedenen Sims lustig sein. Ach, das ist ja gar nicht so schwierig. Das ist ja diesmal echt nicht so schwierig. 2 Mal aktualisieren. Jetzt klingelt es bei dir. Pass auf, bei dir machen wir es auf jeden Fall so, dass du zur Arbeit gehst. Ich habe das Gefühl, mit Maike haben wir schon ganz oft zu Hause gearbeitet. Soziales Netzwerk, Medienstatus aktualisieren. Genau, das kannst du machen. Und danach kannst du das direkt nochmal machen. Und dann könntest du auch mal wieder ein Bild teilen von mir aus. Lucy, du stehst jetzt ein bisschen verloren rum, ne? Und der Caleb will irgendwie nicht reinkommen, habe ich das Gefühl. Er ist aber jetzt glücklich. Das ist schon mal gut. Um Vampirtraining bitten. Ja. Auch wenn das jetzt gerade da draußen stattfindet. Aber okay. Max, wie sieht's aus? Ja, noch ein bisschen schlafen ist okay. Lucy, du bist ja gerade ganz alleine, ne? Du müsstest eigentlich... Was ist das für ein Geräusch? Spinnt hier wieder irgendwas? Spinnt hier wieder irgendwas rum? Ich weiß es nicht. Lucy, wie gesagt, du müsstest eigentlich baden. Hört ihr das? Was ist denn das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Wir lassen die Olivia das da jetzt mal eben kurz zu Ende machen. Ach, hat sie sogar schon. Ah, das hat sie. Sie teilt jetzt nur noch das Bild. Okay, super. Und dann könnte sie nämlich Lucy baden und dann können wir das später machen und ein bisschen lustig sein. So, was ist da jetzt mit euch beiden? Klappt das jetzt? Über Langeweile beschweren, Vampirkampf. Ja. Hauptsache, ihr macht ein bisschen was. Damit du mal ein paar Punkte dazu bekommst. Das dauert jetzt echt ewig, ne? Caleb? Was ist mit dir? Hey, Caleb, warum? Was bist denn du jetzt? Hier. Bei Interessen reden. Warte doch mal bitte, Marie. Du brauchst jetzt nicht an den PC gehen. Vampir, ach, das geht nicht.
Marie muss, ach, sie muss jetzt in einer besseren Verfassung sein. Ja, dann quatsch doch noch mal kurz. Mach mal irgendwie was Lustiges. Tratschen. Oh, Maike macht sich auf den Weg zur Arbeit. Lustig, Vampirwitz machen. Dass sie wenigstens nicht mehr gelangweilt ist. So, Lucy ist in der Badewanne. Alles klar, alles super. Und du kannst bitte fleißig arbeiten. Das ist doch immer super. Nur anspitzen, bitte. Ach, das hatten wir schon. Irgendwie sind die Vampirwitze nicht witzig, ne? Habe ich das Gefühl? Bei Langeweile beschweren. Warte doch mal. Warte doch mal. Über alte Vampire tratschen. Ja, das bringt ja alles nichts. Das Quatschen hier, ne? Das bringt uns ja im Endeffekt nichts bei den Punkten hier, oder? Ah, sie ist immer noch super gelangweilt. Echt jetzt. Und wenn wir jetzt mit ihm kämpfen, dann ist sie danach wieder benommen. Und das wollen wir ja auch nicht. Umarmen. Ist es schon so weit, dass ihr euch umarmen könnt? Ich weiß ja nicht. Kennenlernen. Ja. Oh, sie ist glücklich. Sie ist glücklich. Und jetzt um ein Peer-Training bitten. Ja, komm schon. Das könnt ihr doch jetzt durchziehen, ihr zwei. Und? Genau, erstmal Fernseher aus. Das ist nicht schlecht. Und? Geht's los? In Vampirfähigkeiten unterrichtet werden. Okay, sieht gut aus. Machst du auch noch weiter, Caleb? Oder macht die Marie vielleicht auch was? Oder denkt die sich so, ja nö, die Punkte kommen schon von alleine? Ich weiß ja nicht. Ah, doch, es passiert noch was. Schön. So, Lucy, frisch gebadet. Ach, toll. Kann ich jetzt mit dir auch ein bisschen lustig sein? Lustige Geschichte erzählen, weil das müsste doch auch zählen, oder? Sind das nur Erwachsene? Mit 5 verschiedenen Sims lustig sein. Bei einem beliebigen Sim. Na, vielleicht klappt's ja. Oh, Max ist auch schon wieder wach und schnappt sich erstmal ein bisschen Chili. Nee, nee, warte mal eben, mein Lieber. Du musst gerade so dringend zum Klo. Das kannst du erstmal bitte durchziehen und dann kannst du dir das köstliche vegetarische Chili holen. Warum ist denn öffnen? Da ist es doch, ein Gericht nehmen. So, das war's jetzt schon. Über Vampir-Dasein grübeln. Warum? Vampir-Training bitten, Vampirkampf. Wisst ihr was, dann kämpfen wir. Dann nehmen wir das einfach in Kauf, dass sie dann vermutlich danach benommen sein wird. Aber wir sind hier ein bisschen vorangekommen. Das ist schön, das freut mich. Und, wie ist das hier mit lustig? Hat funktioniert? Ja, hat es sogar. Ach, schön, dann können wir das nächste Mal dann mit dem lieben Max machen. Geht ihr jetzt hier hin, um zu kämpfen? Jo. Also seine dunkle Form... Sieht genauso aus wie seine normale, ne? Sie wird sowieso benommen sein, das ist klar. Es wundert mich ja, dass jetzt der Diego nicht rauskommt. Oh, Caleb, du hast sie ganz schön fertig gemacht, ne? Aber du hilfst sie auf, das ist nett. Und, bist du denn benommen oder so? Nee, sieht sogar gut aus. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt bekommst du langsam Durst. Hier sind wir ein bisschen aufgestiegen. Schön. Machen wir doch Fortschritte. Und Lucy sitzt mal wieder auf dem Töpfchen. Wie sollte es auch anders sein? Gut, Leute. Ja, Caleb haut jetzt ab. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.